Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auch dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, erstmal heute Rewards Day, meine Freunde. Ja, Rivals und Food Champions. Time für ein bisschen Packluck. Bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, ganz schnell ein paar Verkäufe zeigen. Ich habe jetzt nicht jeden Spielerverkauf hier gezeigt, aber ungefähr, ja. Habe ich das schnell durchlöscht auf. Also ungefähr versteht ihr, worum. Habe ich schon im letzten Video erklärt, ja, wie ich meine Münzen gerade momentan mache. Und zwar, ja, günstig erbieten, teuer kaufen. Oh, geht nur ein paar weg. Warten wir noch ab, oder? Ja, warten wir noch ab. Dann würde ich sagen, schneide ich euch gleich den Spieler rein, den ich gestern meinen Stream gezogen habe. Da haben wir ungefähr mehr Münzen reingeballert, als ich wollte. Wir haben ungefähr 300.000 da reingeballert. Ich glaube, beim 19. Pack, oder beim letzten Pack war das, glaube ich, haben wir schon 20 Packs aufgemacht, nicht ein Walkout. Und dann habe ich gedacht, ey, machen wir ein Chatpack. Und dann kam dieser Spieler. Kann ich jetzt machen? Augenbrau, Chatpack. Chatpack, letztes ist Chatpack, komm. Chatpack. Chatpack. 3, 2, 1. Schreibt mir rein, was da rauskommt. Jetzt kommt, oh, Team of the Season hast gezogen, wahrscheinlich. Schreibt mal rein, was ich gezogen habe für geile Sachen. Leva, Ronaldo, Team of the Season, dreimal blinken lassen, uff. Oh mein Gott, Leva, oh mein Gott, Team of the Season. Oh mein Gott, Team of the Season. Laber nicht, Gnabry? Ja, bitte, laber nicht. Gnabry? Chatback-Beste, Junge, oh mein Gott! Ja, Mann! Ich mach weiter, Digga, ich mach weiter! Ja, Mann! Ah, Alter! Genau, meine Freunde, wir haben Gnabry Tier auf die Season gezogen. Ob es sich gelohnt hat, keine Ahnung. 300k, noch Hummels haben wir gezogen. War auch ganz gut, Hummels. Kann man auch mitnehmen für eine SBC. Ansonsten, ja, haben wir hier noch ein paar Sachen verkauft. Meine Impfforms, die habe ich, glaube ich, 24.000 mal geholt. Ja, immerhin 5k nehme ich mit. Ansonsten ja, ein paar Spieler, die ich hier drin habe, für ein bisschen überteuert, würde ich mal sagen. Wie gesagt, dieser Bonaventura geht immer echt gut weg. Kriegt man für 1000 noch was und geht dann gut weg. Ja, und dann würde ich sagen, wird nicht so viel geschnackt. Ne? Wir machen gleich auch noch eine Teambesprechung. Je nachdem, was wir gleich ziehen werden. Ich würde sagen, wir fangen mit Division Rivals an. 225 K-Packs. Ne? Haben wir Rang 2 geschafft und Division 1. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und ziehen hier schon mal eine blaue Karte. Ja, bin gespannt, was wir ziehen können gleich aus Gold 1 leider nur. Und dann machen wir später wieder nochmal eine Teambesprechung. Haben hier noch ein paar kleine Packs. Da würde ich sagen, ja, machen wir vielleicht. Ja, die hier können wir auch noch machen. Premium gemischte Spielerset, Elektrum Spielerset und Premium Gold Spielerset. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und dann gehen wir zu den 125k Packs rüber. Aus dem ersten Pack. No. Leinwand, kein Rare-Spieler, glaube ich sogar. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück hier aus den hier. Ja, ne, sieht nicht so aus. Würde ich sagen, gehen wir weiter zum Prime-Actum-Spieler-Set. 3 Gold, 3 Silber, 3 selten. Kann ja was rauskommen. Muss nicht unbedingt. Ja, nicht mal Rare-Gold-Spieler wie. Alle 3 sind Silber-Rare-Spieler oder habe ich mich geschaut? Ja. Muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ja, in dem Fall. Ja, geht so. Wird wahrscheinlich nichts wert sein, die Spieler. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Premium Goldspieler-Set. 3 selten, 12 Gold. No. Oh, ich dachte ganz kurz, das wäre ein Walkout gewesen. Ganz kurz. Habe ich gedacht, das wäre ein Walkout. Auch hier, das war, glaube ich, durch die Wochenaufgabe oder so. Leider. Ja. Nichts Krasses dabei. Schade, Mann. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den 125k Packs. Guck mal, Pack Number 1. Können wir vielleicht direkt einen Walkout sehen, das wäre heftig. No Walkout aus dem ersten 125k Pack. Ja. Na, bittere Realität, bittere Wahrheit. Wir ziehen Leno. Ist in Ordnung. Nehmen wir mit für eine SBC. Ja, ansonsten ist da irgendwas noch Krasses dahinter. Boah. Ein 84er. Ja, das ist richtig bitter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in das nächste 125k Pack. Back to back, no walkout. Back to back, no walkout. Alright. Schade, Mann. Mein Packluck scheint mich ein bisschen verlassen zu haben. Gomez. Ah.
Hätte ich lieber die 80.000 mitgenommen, sind wir mal ehrlich. Sind wir einfach mal ehrlich. Die 80.000 wären da wahrscheinlich besser investiert gewesen. So, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir so den Fujems Rewards. Ja, wäre wichtig, wenn wir mal hier was Gutes ziehen könnten für die Teambesprechung. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange, gehen wir rein. Gold 2 haben wir erreicht, wie gesagt. Ich habe meine Art und Weise, wie ich spiele, ein bisschen verändert. Ich bin mir ziemlich sicher, dazu kommen wir gleich. Ich sag's gleich euch nur. Ich bin ziemlich sicher, diesmal stehen die Chancen für Elite ein bisschen besser. Aber ich will nicht so viel darüber reden. Gehen wir erstmal rein. 200 K-Packs, 5000 Münzen und 2-Players-Pick. Natürlich, ihr wisst, wen ich haben möchte. Harvard, Lewandowski, Sancho bräuchte ich nicht unbedingt. Ich habe jetzt Gnabry gezogen. Ja, Lewandowski, Reus, Brandt, das wären schon gute Spieler. Eder Militao, Telles wären auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Machen wir das erste Ding auf. Come on, yay! Eder Militao! Oh mein Gott, ich zähle noch wirklich Eder Militao. Jetzt bin ich echt in der Zwickmühle. Was ich so machen soll mit meinem Team, Digga. Ich ziehe echt Eder Militao. Den muss ich irgendwie einbauen, oder nicht? Was sagt ihr, Jungs? Den muss ich jetzt irgendwie einbauen. Ich ziehe wirklich Eder Militao. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Krass, Digga. Eder Militao. Den nehmen wir mit. Einer, wahrscheinlich mit der beste Innenverteidiger in diesem Game, Mann. Guckt euch mal diese Stats an. Oh mein Gott, ich hab Bock auf den. Dann würde ich sagen, ja, gib mir einfach noch Telles. Dann werde ich wirklich überlegen, Marcelo zu verkaufen. Dann würde ich sagen, let's go, EA Sports. Come on! Oh mein Gott, doppelten Eder Militao. Wir ziehen zweimal Eder Militao. Das gibt's gar nicht. Manche wünschen, den hätten die einmal gezogen. Ich ziehe ihn zweimal. Die Frage ist, Kostic oder Sommer? Kostic hat keine schlechten Werte. Aber werde ich ihn jemals spielen? Sind wir mal ehrlich. Der hat echt gute Werte, keine Frage. Aber ich glaube, ich hole Sommer für, wegen SBC-Gründen. Zweimal Eder Militao. Ich bin absolut zufrieden, Freunde. 800k ist der Wert. Nehme ich gerne mit. Kann man auf jeden Fall machen, Eder Militao. Das ist nicht schlecht. Da müssen wir echt überlegen, wie ich jetzt mein Team weiter baue, Jungs. Da würde ich sagen, schnacken wir erst gleich über die Teambesprechung, wenn wir meine 200 K-Packs noch aufgeballert haben. Zwei seine Goldspieler-Pack habe ich auch noch gemacht mit den Duplikaten. No Walkout, okay, ist in Ordnung. Kann ich ganz zufrieden sein, ohne Scheiß, Jungs. Mit Ziemir oh, nicht schlecht. Keine Ahnung, wie der heißt, der von Chelsea. Bin ich ziemlich zufrieden, bin ich echt mit euch. Kovacic war das genau. Bin ich ziemlich zufrieden. Eder Militao, 800k, 850k Spieler. Dann würde ich sagen, mal gucken, ob wir aus den 200k Packs noch was bekommen. Ich bin absolut zufrieden wieder mit meinen Player Picks. Und jetzt nochmal ein Walkout blau. Nein, kann natürlich nicht blau sein, aber Walkout ist Walkout. Was ist das? Hummels? Digga, den habe ich letztens noch untauschbar gezogen. Jetzt ziehe ich nochmal tauschbar. Nicht schlecht, 89er gerateter Hummels. Nimmt man mit. Schade, dass er keine Team für Season hat. Hat er wahrscheinlich nicht gut genug gespielt. Kann man mitnehmen. Aspas noch. Und Son. Oh mein Gott, was ein Pack. Das sind wahrscheinlich 15k. Das sind auch nochmal 15, sind 30k. Alter, was ein Pack. Das ist echt nicht schlecht. Und dann nochmal ein Hummels dahinter. Leno noch. Boah, Hummels ist auch. Boah, 70.000, glaube ich. Alter, nicht schlecht. Das nehme ich gerne mit. Das ist ein richtig gutes Pack. Dann würde ich sagen, letztes 100k-Pack Back-to-Back-Walkout, nachdem wir bei den 125k-Pack Back-to-Back-No-Walkout hatten. No, natürlich nicht, aber ich bin zufrieden, Jungs. Bin ich echt zufrieden, ich habe nur Gold 1 geschafft. Wir haben Hummels gezogen, also das Pack war, glaube ich, fast 100k weg, sogar über 100k wert. Ja, 783er und wir haben ja, Eder Militao gezogen und einen 95er, den wir dann wahrscheinlich in die Pelé-SBC abgeben können, früher oder später. Und dann würde ich sagen, ja, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das machen soll. Ich wollte eigentlich eine Teambesprechung machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich Eder Militao sehe. Also, geplant, dass wir den, ja, den Van Dijk hier einbauen. Jetzt müssen wir mal gucken, wir machen. Wir müssen eigentlich den Eder Militao irgendwie einbauen. In mein Main Team erstmal auch. Wir müssen gucken, ja, das geht auf jeden Fall über Marcelo. Dann hier vielleicht, ich muss gucken, irgendwie einen brasilianischen Torwart, muss ich mal gucken. Viele haben gesagt, Allison ist scheiße. Wir könnten es irgendwie. Ja, ist schwierig. Wie können wir das regeln? Da müsste ich mal überlegen. Schreibt mir mal vielleicht ein paar Tipps rein, wie wir vielleicht mein Team umbauen könnten. Auf jeden Fall müssen wir den irgendwie mit einbauen. Wenn wir vergleichen, den mit Ramos ist, glaube ich, da ist er echt um einiges besser. Einiges besser. Also, der muss auf jeden Fall ins Team. Und eigentlich war es geplant, ob wir vielleicht das so bauen. Jetzt müssen wir auch überlegen, wie wir das machen. Überlegt war natürlich jetzt, dass wir vielleicht zwei von den drei verkaufen. Lewandowski holen,
das Team so ungefähr so bauen. Van Dijk war jetzt geplant. Jetzt haben wir aber Eder Militao. Jetzt geht das gar nicht mehr hier mit Ramos und... Ja, guck mal, das würde eigentlich so perfekt aufgehen. Außer Neymar würde nicht auf Full Cam kommen. Schreibt mir mal eine Lösung rein. Wie kann ich mein Team verbessern mit Eder Militao? Das Team war eigentlich auch eine Option gewesen. Ja, Team 1 oder 2, ne? Da hätte ich zwei von denen wahrscheinlich verkauft. Hätte es geklappt hier mit den zwei heftigen Innenverteidiger. Aber da jetzt mir Eder Militao gezogen haben, müssen wir überlegen. Eine Überlegung wäre es, wenn wir Telles holen würden wahrscheinlich, ne? Telles würde klappen. Mit Telles und dann, ja, trotzdem bräuchte ich mir einen anderen Torhüter. Ah, da müsste ich Alisson wahrscheinlich holen, ne? Alisson müssten wir, glaube ich, dann echt holen. Boah, ich weiß aber nicht. Ihr wisst, wie sehr ich Marcelo liebe. Und ich weiß nicht, ob... Ah, Telles wird wahrscheinlich auch nicht schlecht sein. Also, so. Wäre Eder Militao auf Full Cam und dann noch den Alisson. Das wäre eine Überlegung wert, Jungs. So könnten wir in die Week in die gehen. Marcelo vielleicht verkaufen. Warte mal, wir könnten Marcelo verkaufen. Und wir könnten eigentlich... Könnten wir damit Pelé fertig machen? Ich bin nicht sicher. Müsste ich mir ausrechnen. Eventuell könnten wir damit Pelé fertig machen. Und das wäre mein neues Team. Schade um Marcelo. Ihr wisst, wie sehr ich ihn mag. Aber... Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Schreibt mir in den Kommentarbereich, wie ich mein Team verbessern kann. Mit Eder Militao. Der muss irgendwie rein. Auf jeden Fall. Das ist eine heftige Karte. Und dann würde ich sagen, was im heutigen Video? Teambesprechung doch ein bisschen anders gelaufen. Schreibt mir in den Kommentarbereich, was habt ihr gezogen? Wen habt ihr bekommen? Dann würde ich sagen, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur Weekend League. Da!